So, ich denke mal, wir könnten dann mal anfangen. Ja. Und ich bin jetzt wieder im Livestreaming-Channel. Wie sonst immer. Und ja. Ha, Rine Kurt, also die Anna schreibt schon, dass sie schon wieder online kommt. Cool. Und ja, was haben wir letztens denn überhaupt gemacht? Also, was zuletzt geschah? Wir haben hier gemeinsam unseren Weinkeller weiter ausgebaut. Dann sind wir hier weiter und drunter. Und hier wollen wir dann ein gutes Restaurant einbauen, wo man sozusagen hier von Esel bedient wird. Und der sagt einem dann, zu welchem Tisch, dass wir gehen sollen. Und hallo Memesite, willkommen im Stream. Und da haben wir natürlich auch gleich was zum Empfangen, dass wir etwas zum Trinken haben. Klar, weil. Es darf auch nicht zu kurz kommen. Und da soll das Ganze dann mehrstöckig werden, dass man hier oben dann gleich eine coole kleine Aussicht hat hier auf das Ganze. Hier vorne ein bisschen. Und hier unten soll natürlich dann auch eine Tanzfläche sein und so weiter. Und irgendwo dann eine Bühne. Und natürlich auch wieder Tische und so weiter. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir gleich mal ein bisschen weiter. Weil ich bin heute ein bisschen. Oh, begeistert. So. Ja. Das ist eigentlich alles. Und ich glaube, Seraphine Anna. Oh, ja. Habe ich nämlich, glaube ich, noch kein Game Mob gegeben vorher. Hallo, Luca Klein. Willkommen im Stream. So, und jetzt müssen wir natürlich auf der anderen Seite das Ganze auch recht ähnlich machen. Und so geht das dann eigentlich auch gleich. Tim Luca ist auch schon da, cool. So, und wie ihr sehen könnt, habe ich heute wieder mal keine Facecam. Die habe ich nur, wenn ich dann von zu Hause aus streame. Die Tonqualität ist, glaube ich, auch nicht ganz so gut. Aber ich hoffe, es ist zum Aushalten. Sonst müsste halt irgendwas sagen. Aber ich weiß nicht, ob ich das so verbessern kann. Okay. So, jetzt schauen alle auf den Streaming-Service ausschaut. So, ich hoffe mal nicht, dass jetzt wieder mit so Potions herumgeworfen wird. Ja. Das wäre ein bisschen nervig, glaube ich, beim Bauen. So, da kann man hübsch hochgehen gleich. Und daran was machen. Läuft der Stream eigentlich einigermaßen flüssig gerade? Ich hoffe nämlich schon, dass es so ist. Aufhören habe ich gesagt, okay. So. Vielleicht sollte ich ja einen fixed, die Potions fixen, also dass die gehackten Potions nicht mehr funktionieren. Muss ich mal schauen. So. So, und da vorne können wir dann. Moment. Der wird schon wieder heftig mit mit Potions herumgeworfen. Brauchen wir auch 5, 1, 2, 3. Und 5. Dann haben wir hier auch gleich die zweite Fläche. Und dann passt es. So. Ja, Death Potion. Ja, was gibt's, Brian? Ist das gerade in City Build? Es ist ja gerade interessant, dass derzeit sind ziemlich wenige Leute im City Build. Das heißt, die meisten sind gerade entweder am Streaming-Server oder irgendwo im Bed Wars oder so, also in Minigames. So, aber das ist ja eigentlich eine ganz geile Welt hier zum Bauen. Das kann man keinem vermiesen. Wie es halt ist. Hallo? Hallo. So. Ich habe den Livestream jetzt schon gestartet. Achso, ja, der wirft dir die ganze Zeit immer noch mit Getränken. Okay. Es ist echt nervig, das kann echt provozieren. Ich probiere irgendwie ihn davon zu verhindern. Es geht halt nicht, ne?
Ich Du müsste ein machst immer. Plugin reinmachen, dann geht's. Weil da musst du aber auch auf seine EC und so Sachen schauen, der hat. Ich Okay. weiß nicht, ob das da drin hat. Nee. Aber ich kann. Ich weiß, ich habe dir vorhin die Sachen ja gedroppt. Ich kann jetzt mal, da sind so OP-Sachen drin, die auch mal laggen können. Mit Plünderung und so Sachen, glaube ich. Also da geht's Speed, da ist OP-Rüstung. Das ist irgendwie nicht mehr feierlich. Und dann hier ist Ja, irgendwie ein Hell. das sind halt. Hier ist ein Kopf, ich zieh den mal auf, warte. So, jetzt habe ich Speed. Oh, nee. Das ist eh cool. Das ist vielleicht cool, aber Junge, Junge, du warst nicht Lob. Ich kann nichts mehr abbauen. Okay. Ist der Stream schon? Oh. Hi Simon HD und hi Edred. Ali dat. Willkommen im Stream. Ich kann deinen Namen leider nicht ganz aussprechen. Ich hoffe mal, du bist mir jetzt nicht deshalb böse, aber ja, ich habe immer schon Probleme gehabt. Ich würde ja sagen Metal. Das ist ein bisschen einfacher zum Aussprechen. Es gibt auch eine Zu. Orangene, mal sehen, was die kann. Ich bin irgendwie gerade auch hype drauf, ich finde es gar nicht so schlimm. Bin sehr geil. Oh nee, das ist. Okay. Als ob, Junge, das hat. Nee, Administrator? Nee. Nee, ich denke, da hast du dich verlesen, das geht Administration. nicht. Sprich, all die das. Ah, okay, all die das heißt Hier das gibt's dann. verbuggte Items drin. Ja. Willst du auch mitbauen, oder weiß nicht? Was? Willst du auch mitbauen beim Keller oder so? Weiß nicht, ich muss eh bald offen. Was? Ich weiß, ich muss eh bald offen, aber ich kann, solange es geht, mitbauen, ja. Oh, nur wenn du willst. So, brauchen wir wieder Fackeln Junge, und mit dieser Typ ist dem. irgendwie auf Drogen, glaube ich. Das weiß ich nicht. Minecraft-Drogen kenne ich nicht. Also mittlerweile gibt's sie. Wo bist du denn? So, ja, also mit den gehackten Items, das ist eigentlich eine witzige Sache. Ja, aber es kann halt, wenn man die ganze Zeit, wenn es irgendwelche Leute gibt, mit die ganze Zeit Spiele damit abwerfen, dann ist es schon ziemlich Ja, stimmt, wenn die dumm. ganze Zeit Spiele abgeworfen werden, ist das schon irgendwie nervig. Wieso denn? Und zwar The Cave Production fragt gerade, ob ich jetzt jeden Abend streame. Jeden Abend wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, aber ich versuche halt, dass ich ein bisschen öfter streame jetzt wie vorher immer. Hast du nicht 2 Monate lang kein Aber Video? warte mal. Videos mache ich jetzt generell ein bisschen weniger, ja. Ah Eher mehr ja. Streams. Und das 19, das 1996, Boah. das ist dafür, dass ich 1996 Jahre alt bin, ganz genau. Das hast du Ja richtig klar. verstanden. Ich bin auch 1996 Jahre alt. Ah nein, Oh. 1009. Das habe ich gerade nicht gesagt. 1996 Jahre. Ich habe es extra so gesagt, damit man weiß, dass es das Geburtsdatum ist. Aber das andere finde ich noch, das ist ein Passwort des 1996. Also. Sieht das eigentlich aus wie wie schon mal sowas wie ein Restaurant ein bisschen? Eigentlich nicht. Das soll ein Restaurant werden. Ja. Ganz ehrlich, ich mache jetzt hier meinen Kopf hin. Ich hab's mehr verdient. Das wird zu einem Kopfkampf, das sehe ich schon kommen. Irgendwie ja schon. Hast du recht. Und meiner ist nicht dabei. Ja doch, dann ist er dabei. Wirklich? Ist er nicht? Oh doch. Na doch, okay, Warte, ich ich gehe schau kurz mal. ans Telefon. Ist ja fast wie in eine Arztpraxis, der Klingelton hier. Ja. So, jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden. Sieht cool aus, echt? So, ja, es wird natürlich alles noch wesentlich länger da, das Ganze. Und ja. Sollte das eigentlich um einiges cooler werden dann. Wenn wir das da größer machen und hier dann drunter auch noch ein paar so Restaurantsachen reinmachen und dann vorne noch irgendwo die Küche reinplatzieren, dann passt das natürlich, glaube ich, gleich viel besser. Ja gut, hab ich gesagt, dass ich offen muss.
Später? Ja, ja. Ja, ich muss, glaube ich, auf. Aber erstmal okay. Soll ja wunderschön sein. Was erstmal eine Runde schön sein? Ja. Mh. Okay. Was? Ach, Peter, ich ganz ehrlich, ich nehm dir jetzt meinen Kopf. So. Du nimmst mir jetzt meinen Kopf ab und setz deinen stattdessen hin. Ja, okay, das mache das, ich jetzt. Das sucht jemand Streit. Wieso, was hat jemand gesagt? Moment. Ach, Mensch. Warst du im Stream? Ja. Ich frage mich bloß, wer wette? So. Wer sucht Streit? Nee, weil du gerade gesagt hast, dass du meinen Kopf auswechselst. Ach gegen so. Deinen. Ey, Peter, schau mich mal an. Schau mal, ja? Was ich mit meinem Kopf machen kann. Ich bin krass, oder? Das kannst du nicht. Wow, der wird größer und kleiner. Ich vergleich mal unsere Köpfe. Da merkt man halt, was für Kopfmuskeln ich hab. Ich hätte jetzt gesagt, da merkt man, dass manche Leute einen hohen Kopf haben. Oh. Burn. Gerade ist ein Vorschlag. Ich bin damit gekommen, wer ein größeres Gehirn hat, aber der ist auch gut, ne? Ja, okay. Ich helfe ihm noch kurz hier bei der Wand, weil der zu langsam ist, aber da muss ich wirklich auf. Okay. Es klingt im Moment halt wirklich so, als würde ich wollen, aber okay. Okay, das ist vorher gerade ein Vorschlag reingekommen, dass wir dann ein Museum auch mal bauen sollen. Oh, ein Museum. Sollen wir. Junge, der will mir die ganze Zeit so eine Death Potion droppen. Was hast du für einen Skin? Ah nein, das bist nicht du. Oh, ich dachte schon, der hat deinen Kopf an und dann sah er so aus wie du. Okay, jetzt. Tschüss. Tschüss. So aus dem Nichts. Bis irgendwann. Bis irgendwann. Ciao. Ciao, Stream. Ja, und ciao, Peter da, ne? So. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Und wir können in Ruhe hier mal ein bisschen weiterbauen. Das ist jetzt die Frage an das Publikum. Sollten wir jetzt eigentlich die ganze Zeit bauen oder auch mal irgendwie sowas wie der Lab oder TNT Games wieder spielen? Was ist euch denn am liebsten? Also lieber, sagen wir so. Liebsten. Lieber natürlich. So ein kleines Ding brauchen wir natürlich auch noch dann. Vorne, das kopiere ich nachher dann rein richtig. So vorne dann hin. Lauter Peters. Okay, zwei. So. Jetzt ist die Frage, wie wir das am besten bauen. Hier müssen wir nach vorne noch aus. Hier haben wir einen Lava-Traum. Da unten, cool. Kann man da eigentlich was damit machen? Worldedit die Rechte vergebe ich eigentlich recht ungern aus. Also auf Streaming jetzt, da habe ich noch kein Plugin drauf, damit das Ganze den Server nicht crashen kann. Das heißt, es ist derzeit noch recht einfach, dass man alles zum Abstürzen bringt. Und das nächste ist auch, dass wir hier dann auf dem Server, wenn wir Worldedit vergeben würden und irgendjemand zerstört dann was, ist das natürlich schwerer zum Zurücksetzen, wie wenn man das per Hand macht. Ja. Ein Dino-Museum. Boah. Ich glaube, Dino-Museum, das wird ein bisschen sehr anspruchsvoll. Aber wäre mal eine interessante Sache. Also, Figuren bauen kann ich nämlich derzeit eher nicht. Aber ja. Auch was andere Spiele schreibt. Die Underground könnten wir auch mal machen, ja. Aber ich wäre halt dann für The Lab oder so. Aber nur, wenn es jemand will. So, ich schreibe es mal in den Chat rein, dass es alle gleich sehen. Es reicht. Bad Wars, Paintball. Okay, zwei Stimmen. Und der Lab. Und Fortnite. Okay. So wird das nichts. Da muss ich dann irgendwie einfach bestimmen und sagen, wir spielen dann einfach. Ich mag am liebsten The Lab, da gewinne ich am öftesten.
Auch nicht so ein Mastercraft-Power, okay. Jetzt kommt wieder mal der ganz eingefleischte Kampf Fortnite gegen Minecraft. Und natürlich, ja. Mastercraft-Power gegen Feueregel. Beide stehen sich gegenüber. Moment, Feueregel ist nicht da. Okay, nein, wir stehen sich nicht ganz gegenüber, aber. Und Brian tritt auf die Seite der Fortnite-Spieler und ja, okay. Spielen wir nachher eine Runde The Lab, würde ich sagen. Ich will mich da jetzt nichts zu äußern zu Fortnite, weil ja, ich spiele es eher weniger, von dem her, weiß ich nicht. Ja, dann schauen wir gleich mal auf The Lab. Nicht? So. Aber wir könnten ja, da gibt es ja so ganz coole so Sachen für Minecraft auch, die ähnlich sind. Ja, Paintball klingt auch ganz interessant. Das würde ich dann danach mal machen. Machen wir mal Server, The Lab. Und tschack, bumm, wir sind drinnen. So. Und ich bin ganz alleine. Und Mastercraft Power spielt trotzdem eine Runde mit, okay. Obwohl das Spiel nicht so seins ist, wie er gesagt hat. So, ah, sorry, Leute. Das war jetzt nicht ganz absichtlich. Ich bin mal Dilip. Ja. Was gibt's? Mastercraft Power. Das Zockerteam TV. Willkommen im Stream auf jeden Fall. Ja, das ist der beste Mod überhaupt. Und ich bin größer als sonst, okay. Ja. So, Server The Lab und man kommt dann einfach rein. Und dann kann man einfach auf das zweite Schild klicken. Von dem her ist es recht einfach. So. Und weiter geht's. 20 seconds to go. Also 20 Sekunden und dann startet das Spiel und wir können uns auf Dr. Zuck natürlich verlassen. Danke für das weitere Abo. Zwei, eins. Und jetzt kommt der Doktor. Wir müssen ganz gespannt aufpassen, was er uns sagt. Good day, Test Subjects. Guten Abend, getestete Personen. Wir machen das. Das erste Experiment kämpft. Zweites Experiment. Ballon zerstören. Drittes Experiment. Elektrischer Boden. Eine nette Selektion. Was geht? Alles, was Füße hat. Aber sonst ein bisschen gerade The Lab spielen. Ich glaube, das Spiel kennst du ja. Vorher waren wir ein bisschen am Berghaus-Stream-Server. Und ja. Du kennst hier noch gar keinen Spielmodus? Ja, also Spielmodus werden bald wieder weiter aufgerüstet. Derzeit haben wir TNT Wars, Paintball und The Lab. Und Bed Wars natürlich. Mein Bed Wars ist ja ganz klassisch. Das ist so ähnlich wie Hypixel bei uns. So, mal. So. Komm schon. Jawohl, erster Kill. Zweiter Kill kommt gleich. Komm schon. So. Hier haben wir normales 1.8 PvP. Nein, 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 nicht von hinten. Ach. Von beiden Seiten wird man da angegriffen. Und ja.
Aber mir gefällt das ziemlich gut, der Lab, weil das hat einfach, damit hat man dann extrem viel Minigames. Und ja, in dem, was haben wir hier? Bier. Zochnes. Okay, das war jetzt. What the fuck, bin ich da jetzt ein Tank gewesen? In der Zeit. Wow. Und es gibt Power-Ups, das ist eigentlich ziemlich nice gemacht. So, den bekomme ich jetzt. Ja! Nein, wo ist er hin? Den hat den mir jemand abgeschraubt. Ah! So. Aber bald kommen neue dazu. Wir wollen Gun Game einführen, dann Infected. Das heißt, man muss andere Spieler infizieren. Und dazu wollen wir dann auch noch Tank einführen. Das ist ein Spiel, da gibt es einen ganz starken Spieler und ziemlich viele, die nicht so gut sind. Und man muss den ganz starken sozusagen besiegen. So, und hier müssen wir jetzt mal alle Ballone erwischen. Beste Taktik ist natürlich, wir gehen hier jetzt mal auf das TNT. So. Und damit haben wir natürlich, sehen wir ja. Ach, komm schon. Hätte nicht ganz mein Tag. So. Aber der Laptop gibt es einfach 13 Spiele, von dem es ist echt geil. So, komm schon. Jawohl. So, haben wir schon wieder ziemlich viel gemacht. Da. Zweiter Platz, Team Lukas, der echt gut hatte. Ach komm schon. Der einfach hier habe ich verschossen. So. Den da oben bekommen wir auch. Und den dort hinten vielleicht auch. Ne, doch nicht. So. Leicht drüber. Aber fast. So, da vorne ist auch wieder was. Dort ist auch noch einer. Dort auch. Der dort auch. So, der auch dort oben. Dann hat mir jemand anderer weggeschnappt. Gibt's ja nicht. Naja, zweiter ist, glaube ich, auch nicht schlecht von dem hier. Tja. So, Electric Floor ist eigentlich auch ganz cool. Wir müssen nur ein bisschen herumlaufen und das hinter uns verwandelt sich dann alles. In 3, 2, 1. Go. Oh, heute gehen mir die Soundeffekte ja ganz ab hier von Minecraft. Und jetzt darf man halt die roten Blöcke nicht erwischen, weil sobald man halt die roten erwischt, dann ist man weg. Und das Spiel ist dann somit vorbei. So. Ist jetzt echt schwierig, so gleichzeitig lesen und hier das machen. So, hinter mir lasse ich da jetzt eine fette Leiste von roten Teilen über, ist klar. Drei Tests haben wir noch. So. Zwei Tester. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl! Ha, das Spiel ist einfach cool. Am 21. hast du Geburtstag und dann bekommst du einen Gaming-PC. Ah, sehr cool. Ja, das wäre cool, wenn du mitmachen kannst. Könntest. Hey, ich bin Dritter geworden. Das ist ja geil. Ist jetzt ein bisschen schade. Ah. Deshalb hat man nichts gehört.
Noch eine Runde? Oder dann Paintball? Okay, eine Runde geht schon noch. So. Okay, nach der Runde Paintball. Ja, nach der Runde Paintball. Das passt ganz gut, glaube ich mal. So, und jetzt haben wir wieder Dr. Suck. Chat ist now disabled, steht immer da, aber ist nicht echt so. Greetings, fellow comrades. I expected better, but I sure didn't expect it. Okay. So, Dodgeball, okay. Das weiß ich gerade nicht. Rocket Race, da ist immer sowas, wo die ganzen Leute nicht ganz wissen, was sie machen sollen. Und ja, wir spielen hier noch eine Runde. Und natürlich Build a Snowman, das ist eigentlich auch ganz cool, dieses Minigame. Und ja, beginn der Teleportion. Okay. Ah, okay, das war Paintball. Dann, hi Marvin, willkommen im Stream. So, 5, 4, 3, 2, 1, go. Das war jetzt das. So, und jetzt müssen wir versuchen, dass wir so viele Leute wie möglich die ganze Zeit dann abschießen. Und selber halt nicht die ganze Zeit diesen nicht abgeschossen werden. Das heißt, nein. Wenn wir nämlich abgeschossen werden, verlieren wir wieder Punkte. So, ein Score von 40, das ist noch nicht recht hoch. 43. 44. Nein! Das ist echt nicht so einfach. Hier und jetzt hier. Aber ich will jetzt irgendwie die Führung behalten und deshalb darf ich nicht so. So. Okay, wenn er so stehen bleibt, das passt mir am besten natürlich. Haha. Jetzt habe ich es für gleich andere erwischt. Ja, das war ein nettes Spiel. Ha. So. Wichtig zu dem. Ich glaube, das kann man entziffern, auch wenn es nicht so schön geschrieben worden ist. So, dritter Platz. Komm schon, ich musste schneller sein als die anderen. Ach, das gibt's ja nicht. Nein! Jetzt habe ich es knapp versehen. Ja, knapp, aber es ist gerade noch geworden. Ich habe gefunden, dass es gepasst hat. Ich mag das Spiel. Da bin ich nicht so schlecht. 3, 2, 1, let's go! Also, man muss gleich, sobald man das Item hat, das gefarmt hat, muss man auf die Druckplatte gehen. Und ja, hier ist ja die beste Taktik, dass man gleich mal so viel Schnee sammelt, wie es geht. Natürlich auch dann Kürbisse. Und dann baut man einfach. Weil der Schnee wächst im Vergleich nicht so schnell nach.
Und wir brauchen ja nicht so lange dann zum Bauen. Das heißt, jetzt können wir theoretisch 20 Schneemänner bauen, über 20, also 22 jetzt schon. Und bei 30 Sekunden werde ich, okay, da das Ganze mal bauen dann. So. Okay, ich mache das jetzt schon, weil sonst wird mir das ein bisschen zu knapp hier. Jetzt brauchen wir solche Zeilen. Zwei. Und ja. So, jetzt haben sie wieder gespawnt. 17 Sekunden, 16. So, 6 Sekunden. Jawohl! Das war wirklich die beste Taktik. Und wieder mal, hallo Marvin. Ha, jetzt bin ich der Winner. So, passt. Machen wir jetzt Paintball. Das heißt, wir müssen zuerst Slash H eingeben. Und dann kommen wir automatisch zurück. So, Minigames. Die Labs sind gerade zwei Paintballen, weiß ich nicht. Gibt es ja keine Aufzeichnung drüber. So. 20 seconds to go. 10 Sekunden. Und ich verschreibe mich ja immer wieder. Oh. Du bist endlich 16 geworden. Das ist ja eigentlich schon ein ziemlich heftiges Alter, wenn man überlegt, ich bin 22. Nee, Spaß. Als ich damals noch so jung war. Ja. Na cool, und was hast hast jetzt einen Moped-Führerschein oder wirst du das jetzt? Oh, sorry. So. Okay, das war knapp. Sehr gut. So. Okay. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Damals, als ich noch jung war und auch noch 16 war. Puh, das war jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht. Puh. Gebe die Rücken der Kong. Ja. Ich glaube, das war jetzt nicht so schlecht. Ah, du machst Motorradführerschein. Cool. Also für 125, ja. Aber der geht doch erst ab 18, oder? Moment, da waren irgendwo rote Farben. 90 Sekunden haben wir noch. Und wir haben noch einige Gegner vor uns. Oh, oh. Jawohl. Wollte gerade so einen Auftritt machen. Eine Runde Murder Mystery. Das andere gebaut haben, können wir dann auch probieren. Surprise, Motherfucker. Nee, naja, wie echtes Paintball ist es jetzt nicht ganz. Ich meine, echtes Paintball ist, da hast du eher so. Keine Schneebälle. Und ich weiß nicht, das spawnst du nicht automatisch irgendwo und danach hast du blaue Flecken und. Also es ist vielleicht ein bisschen, aber eigentlich nicht. Oh! So, okay, das war's. Wir haben gewonnen. Okay, ich habe mir jetzt gedacht, wir haben verloren, aber geil. So, aber
Das Nuketown, die Map, die ist echt super gebaut. Die gefällt mir echt hier immer wieder ganz gut. Hätte ich das was gehabt. Ah. Ja, man kann mitreden. Ich bin im Livestream-Channel. Einfach reinkommen und dann geht das gleich. Da höre ich die ganze Zeit irgendwas in der Nähe. Ah, okay. Ah, schrecklich. Kannst grüßen? Ja, natürlich kann ich grüßen. Also, grüß dich, Stier Almasor. Almasor. Alma. Almsor. Stier Almsor. Habe ich das gerade nicht lesen können. Aber, Stier Almsor, das ist ein sehr interessanter Name. Guten Tag. Einen guten Tag, schönen guten Abend. Ach. Oh. Was? Prügelei auf dem Schlachtfeld. Telefon. Wieso habt ihr alle Telefone, die sich anhören, wie wenn man in einer Ordination wäre? Also so im Krankenhaus oder so. Keine Ahnung. Dö. Passt, nach dem Spiel probieren wir dann mal Mörder von Anna. Mit einem Mystery habt ihr jetzt? Nein, haben wir noch nicht. Dazu haben wir, glaube ich, noch zu wenig Leute am Server selber. Es geht erst ab einer gewissen Anzahl wirklich gut dann. Oder? Keine Ahnung. Kann man auch so spielen. Ja, rauf machen kann ich es ja. Ich meine, ist ja das, wenn wir Trouble in Terrorist Town, oder? Keine Ahnung. Ich kenne das nicht, was du da meintest. Okay. Und ich will das Ganze jetzt auf einen extra Minigame-Server auslagern. Und ja. Das wird also ein großer Server. Es ist dunkel, mach mal Tag. Okay. Jetzt ist hell. So, wo ist denn jetzt die A. Achso! Moment. Habe ich jetzt die ganze Zeit mit. Ne, habe ich nicht. Das gibt's nicht. Fragen wir kurz die anderen nochmal. Was sie. Oder machen wir zuerst noch. Sollen wir das Murder Mystery versuchen? So, ja, das wäre eigentlich das Beste, wenn wir das kurz mal versuchen würden, denke ich mal. Das heißt, ich gehe kurz mal auf den Kreativ-Server deshalb. Und ja. So. In Kreativ hat Anna gesagt, dass sie es gebaut hat. Und zwar. Das heißt, ich teleportiere mich jetzt einfach mal zu ihr hin, wenn ich darf. Schalte mich. Und versuche mal, dass ich alle hier teleportiere. Hi, SkyTLP. Willkommen im Stream. Okay, das heißt, oh, da hätte ich mir die Teleportanfrage gerade sparen können. Ja, genau das meinte ich. Und ja, jetzt müssen wir das Ganze mal erklärt bekommen. Für die Innos, also für die Innocents, für die, die unschuldig sind, sind Kisten gefertigt, wo ein Bogen oder ein. Oder ein. Irgendwas drin ist. Wenn der Mörder mit dem Schwert geschlagen hat, seid ihr tot. Wenn ihr Detektiv gemacht, wenn der die mit dem Schwert geschlagen hat, seid ihr tot. Wenn der Detektiv jemanden abschießt, seid ihr tot. Wenn der Detektiv und der Detektiv muss den Bogen fallen lassen. Die Innos müssen so lange
Wie geht's am Leben bleiben? Viel Spaß. Sollen wir, dafür brauchen wir aber noch OP-Bögen. Und OP-Schwerter. Ja, wie machen wir das jetzt? So, das ist jetzt die Frage, wie kann man das Spiel jetzt wirklich so spielen? Das ist jetzt eigentlich sehr schwer ohne Plugin, oder? Okay. Ah, okay, das heißt, gerade ist der Sir irgendwo Sergei, gekommen und jetzt wollen wir das versuchen. Wie machen wir das jetzt? Das heißt, man hat hier eine gewisse Chance, was man wird. Okay, das heißt, man hat eine Chance. Es gibt einen Mörder, was werden kann. Okay. PvP ist an, oder? Ist an. So, wenn man GM0 jetzt geht, dann geht das. Ja. Wer bekommt jetzt ein Schwert? Okay, ich habe eins. Okay, ich habe meine Rolle. Das heißt, ich habe meine Rolle. Mark, give paper. Das ist nicht ganz das, was wir brauchen. Das heißt. Und dann haben wir noch eine Rolle. Okay, dann hat jeder, glaube ich, eine Rolle. Nicht sagen. Okay, naja, okay. So. Das heißt, wir müssen jetzt alle reingehen, schätze ich mal, oder? Und gleich verbrennen. Denke mal, da habe ich recht gehabt. Es gibt keinen Mörder. Das hat schon mal perfekt hingehauen. So, sind unschuldig. So ist das am besten, wenn man ein Murder Mystery spielt, wo es keinen Mörder gibt. Oh! Was war jetzt? Jetzt bin ich tot. Da war der Mörder. Spielen wir eine Runde Bad Wars. Spielen wir eine Runde Bad Wars mal. Ist, glaube ich, besser. So. Muss mal schauen, was es gibt. Wie hält es mir am lieber? Wie man auf einem GS-TTT macht, derzeit gar nicht. Aber ich könnte eine Mini. Na, obwohl derzeit ist nur Hide and Seek möglich. Ja. Er hat eine halbe Zimmer. Hide and Seek könnten wir. Ja, Hide and Seek könnte ich raufmachen für Grundstücke. Wenn du weißt, was ich meine. Das heißt, dass dann Ja. jeder auf einem Grundstück Hide and Seek spielen kann. Und Sollte ich ja. einen extra Map dafür machen? Da kann man. Ich hätte mir gedacht, das wäre für den Kreativ-Server ganz cool.
eigentlich auch praktisch, verhalten sie. Mit Freunden spielen. Ja, das wäre, glaube ich, ziemlich cool. Mit Freunden spielen, wenn man keine hat. Kann man auch spielen. Spielst du alleine verstecken? Ja, tötet sich alleine. Nein, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel nicht mit jemandem befreundet ist. Also wenn wir zum Beispiel nicht befreundet sind, kann man auch spielen. Ja, ja. Das ist alle, die aufs Grundstück gehen, die spielen dann automatisch mit, irgendwie so ist es gemacht. Und wenn man rausgeht aus dem Grundstück, dann spielt man nicht mehr mit. Eigentlich von. Ja, indem man muss ihn anklicken, dass er. Man muss dann als. Wie heißt das? Auf jeden Fall muss man den einen dann anklicken, dass er gefunden wurde. Es gibt einen, der sucht und die anderen verstecken sich irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles mit Verwandlungen gemacht ist, weil dann wäre das Ganze echt ziemlich. ziemlich geil eigentlich, oder? Wenn man sagen kann, ich bin ein Huhn oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber sonst passt es eigentlich auch ganz gut. Hast du wieder neue Sprüche reingetan? Ja, habe ich ein bisschen erweitert. Also ich habe es gerade gesehen. Also, im Stream. Achso, ja. Keks da aufgetaucht ist. Keks. Aber ne, Keks ist ja ein Spieler. Ja. Ist von den Toten erwacht, meinst du? Ja. Ja. You died. Du musst es nicht so laut sagen. Doch, ich schreie es in die Welt hinaus. So, Simon hat geschrieben, er war kurz weg. Oder ich weiß nicht, wie lange er da schon geschrieben hat. Ich habe dir mal einen Mod am Stream gegeben. Wenn du willst halt. Ah, kurz. Das hat der vor 7 Minuten geschrieben. Vor 7 Minuten? Ja. Oh. Ich habe nämlich den Chat so ein bisschen offen. Da habe ich wieder mal. Nein, 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 nein. Da war ich sehr gut dabei, genauso wie jetzt gerade. Oh. Ach Mensch. You died. Du bist runtergesprungen. Ah, jetzt schon traurig. Wieso bin ich jetzt gestorben? Das war. Ach, Mensch. Mein Bett ist weg, oder? Bett ist weg. Nee. Nee, wieso ist es? Wieso ist hier so eine komische Steinkonstruktion? Und wieso? Ist mein Bett nicht weg? Okay. Was sind da Treppen? Ich weiß nicht. Wieso hier Treppen sind? Ich baue mal ab kurz. Die kann man abbauen. Wieso sind hier Treppen? Achso, ne, die kann man nicht abbauen. Okay. Okay, ich war zu lange abgelenkt von den Treppen. Ist dein Bett jetzt weg? Wahrscheinlich, deshalb laufe ich jetzt einfach mal weg hier. Hilf, gehst nicht zu meinem Bett. Spielst du Fortnite? Jetzt nicht. Aber ich hab's früher mal ab und zu probiert. Nee, ich spiel's überhaupt gar nicht. So. Auge um Auge. Und so, somit geht es auch ums Bett. Auge um Auge und Bett um Bett. Ja. Was Deep Fried? Also ich habe früher öfters Fortnite gespielt, jetzt ist es nicht mehr so das Spiel, was mir so gefällt im Vergleich. Also bist nicht der YouTuber, der damit anfängt und weitermacht. Nee, ich hab nie über YouTube das gemacht.
Hab ich ihn jetzt? Wie gibt's das? Wie? Den hatte ich ja fast. Und Peter ist tot. Das war echt knapp. Blau baut sich jetzt erst in die Mitte. Oh, okay. Zocken und laut Musik hören, ja. Das ist mein Leben. So. Wolltest du eigentlich eingenäht am 16. Geburtstag? Eingenäht? Was? Eingemählt. Was ist das? Da wird man mit Mehl abgeworfen. Nee. Ich wurde auch eingemehlt. Was ist eingemehlt? Das habe ich noch nie gehört. Da wirst du mit Mehl abgeworfen. Okay. Die zugucken können ja mal schreiben, wer das kennt. Ich habe das noch nie gehört. Ich habe noch nie gehört, dass es so einen Brauch gibt. Hat das irgendeinen speziellen Grund oder weiß ich nicht, dass man eingemählt wird? Ach so, und das muss jeder durchmachen. Ja. Und welches Mehl hast du? Ich meine, keine Ahnung. Keine Ahnung. Weizenmehl, glaube ich. Du bist allergisch gegen Weizenmehl. Oh, nee. Keine Ahnung. Achu. So, und jetzt kommt's zum Endkampf. Okay. Spiel ist fast vorbei, weil du ein Moderator bist. Wenn du es nicht willst, dann mache ich dich wieder Moderator weg. Nee, bitte. Das habe ich nur gewundert. So. Ich bin Moderator auf deinem YouTube. Einfach Minecraft zocken und Stream gucken, ja? So, was so lässt sich's leben. Vielleicht sollte ich mal Tages-Nacht-Cycle ausschalten. Nur Tag. Ja, das meine ich ja. So. Oder, ist das nicht so auf Halbpixel, dass sich das genau mit den Uhrzeit des im echten Leben? Kann man auch machen. Das ist viel geiler. Das ist wirklich geiler? Okay. Ja. Was? Das ist viel schöner. Viel geiler. Ten ways to die. Seven deadly sins. What? Ja, sieben tödliche Sins. Hab ne. Ten ways to die. Eine Runde neues Glück, würde ich mal sagen. Neue Runde, neues Pech. Ach, sag doch sowas nicht. Psst. Ich glaube, er will nicht mehr. Peter springt runter. Ah, Simon hat die gesagt, er muss jetzt leider gehen. Tschüss. Ich sage auch tschüss. Danke fürs dabei sein. Waren. Keine Ahnung, wie sagt man das? Sein, ja. Schon sein. Ich dachte schon, du wolltest Schluss machen, Alter. Ich hab grad Herzinfarkt gekriegt. Ja, Alter. Halb Herzinfarkt. Ja. Bist vielleicht von heute irgendjemandem Fremden angerufen worden. Hallo, Schatz. Ich muss Schluss machen. Ich kenne dich gar nicht. Das wäre eigentlich mal cool. Ich hab gestern mein Brötchen angerufen. Es war belegt. Ha!
Der muss der sein. Komm, Peter, du musst auch noch einen raushauen. Was ist tut. Was ist rot und tut weh, wenn man das auf die Zähne bekommt? Was? Keine Ahnung. Ein Ziegelstein. Ha. Der war so richtig schlecht. Aha. Okay. Ich hab gestern Spider-Man angerufen, er hatte kein Netz. Ha. Du spielst alleine. Mit ein. Ich spiele ganz alleine. Ich kann nur gewinnen. Das ist keine Freunde. Bau dein Bett selber auf. You can't. Okay, er wacht immer auf dieselbe Art. Er wacht immer auf dieselbe Art. Wer? Der Gelbe? Ja. So, ich sage mal jetzt nichts weiter dazu. Ja, ich auch. Ich stirbe und aus. Nix. Das ist ein Chinese. Ich bin ein Chinese. Was hast du jetzt gesagt? Nicht ich. Wer weiß, vielleicht bin ich das. Nee, dafür habe ich doch schon zu viele Streams von dir geguckt mit Facecam. Wo ist sie überhaupt? Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht! Nein! Wo ist eine Facecam? Die ist zu Hause. Die kann ich hier nicht nehmen. Ich habe auch mein Mikrofon hier nicht. Bon. Hm? Ja, ich wollte gerade im Stream an. Und tot ist er. Ja. Was? Ich überlege gerade. Welchen Witz gibt's denn noch? Ich hab nicht gewusst, dass es... Toll, jetzt habe ich schon Kopfschmerzen von überlegen. Es gibt's vielleicht dazu überlegen. Welche Witze gibt es noch? Der hat sich gerettet. Scheiße. Naja, knapp. Knapp daneben ist auch vorbei, würde ich behaupten. Was? Knapp daneben ist auch vorbei, würde ich mal behaupten. Hm. Oh. Hm, es ist vorbei. Tja. Was hat denn hier für ein Combo oder weiß ich was? Wer bist? Hm? Nein. Wann hast du dein erstes Bier getrunken? Wann ich mein erstes Bier getrunken habe? Ja. Das weiß ich nicht mehr. Aber Bier trinke ich eigentlich im Vergleich zu Wein weniger. Hm, keine Ahnung. Ja. Ich relativ. Hm.
Und es wird schon wieder dunkel. Wenn man bei der Real Life genau das gleiche machen könnte. Wenn es dunkel wird, einfach wieder Tag schalten. Wieso möchte man das? Keine Ahnung. Oh, okay, wurde runtergeschalten. Ach, Mensch. Hey, danke Faro für das Abo. Schon Dach. Als Moderator muss man auch ein bisschen nett sein. Könnte ich mal brauchen. Faro. Hey, danke Frosch LP für das Abo. Für das Abo. Nee, ich habe mich gerade gefragt, weil jetzt sind's wieder. Das ist um ein Abo weniger geworden. Ich glaube, ich habe dich deabonniert. Nein, Spaß. Jawohl, er ist runter. Oder? Ich bin jetzt dem Army beigetreten. Ich kriege keine Antwort auf meine Frage. Wer noch alles drin ist. Tja. Keiner will mir schreiben. So traurig. Dafür haben wir jetzt wieder mehr Zuschauer. Kein Ding. Achso, für das Abo, ja, cool, danke. Die abonniert ihn. Voll nett, oder? Da sucht jemand Streit. Was? Was? Wer schreit? Eine Banane. Steck eine Banane in dein Ohr. Was? Was? Das gefällt dir. Was denn? Bananen. Bananen sind lecker. Wirklich? Okay. Also, ich weiß nicht, welche du meinst. Wenn du die mit Gelb mal, mit einer gelben Schale drumherum sind, die sind sehr lecker. Wie lange das der Stream heute läuft? Lang genug. Hoffentlich lang genug. So lange, bis er keine Lust mehr hat. Wahrscheinlich, ja. Peter macht Tag. Nein. Doch. Nein. Doch. Ah ja, ich hätte mir eigentlich Gold Level besorgen können. Freue mich schon auf morgen. Was ist morgen? Technik. Endlich wieder Technik. Ein weiterer Tag. Ja, habe ich so selten Technik. Das ist so traurig. Und danach habe ich Musik. Schön Bassgitarre spielen. Schön in die Seiten hauen. Ja, cool. Ja. Ich habe ihn schon gesehen. Oh, der hat dir Boost gegeben. Ist voll gesehen. So, jetzt ist der. Sehr gut. Wie lange das Stream schon läuft? Der läuft jetzt seit einer Stunde. Oha. Eigentlich schon ziemlich lange für das. Oh, nö. Bin neu, was muss ich alles in deinem Channel so wissen?
Oh, beste Leser. Ich habe mich jetzt blamiert. Hey, da war was an dich gerichtet. Was war der was man alles über meinen Channel wissen muss. Also. Ich mache halt hauptsächlich Redstone-Videos eigentlich. Und jetzt habe ich sozusagen einen eigenen Server gemacht. Oh. weil ich gerade beim gegnerischen Bett war und das habe ich abgebaut. Langsam kommt. Und natürlich spielen wir jetzt halt ab und zu auf dem Server und das ist eigentlich ganz cool. Meinst du Mod im Stream jetzt oder? Das ist ganz ab und an halt, ich vergebe es ab und zu jetzt. Nur die nett sind. Nur die nett sind, bekommen Mods, ja genau. Also sei nett, dann kriegst du es auch. Komm schon, komm schon, komm schon! Wer soll denn kommen? Shit! Nein! Ich muss runterspringen. Wieso musst du runterspringen? Weil ich nichts mehr hatte. Toll! Das war jetzt wieder geniehaft gemacht. Ja, du bist auch ein Genius. Ach ja, das. Oh. Jawohl! Ja! Nein! Endlich mal! Jep, das wird jetzt echt ziemlich knapp die ganze Zeit. Von dem her eigentlich war es aber ganz gut. Wie der Streaming-Server. Mystery. Victory. Okay, jep! Ab und zu mal. Mhm. Ich werde das bei dir mal da ausblenden, das ist ein bisschen peinlich. Was? 9 Events. Was? 9 Events? Ja, du hast 9 Mal gewonnen. Und 44 Mal verloren. Ja. Ein bisschen traurig. Da kommt bald ein neues, ein neuer Server. Ein neues Band, was kommt dann? Was? Lass mal zu meinem Platz gehen. Gucken, ob noch alles da ist. Oben. Ja, es ist noch alles da. Ja. Würde ich mal sagen. Behaupten, keine Ahnung. Hey, es sind 4 Leute am Streaming-Server schon wieder. Das ist ja cool. Achso, der. Kennst du noch, oder? Ja. Das war der Server, wo wir einfach nur eine Welt hatten und kreativ gebaut haben. Von dem her ganz cool. Lass mir meine Schoko Brownies geben. Im Kühlschrank an der Seite. An der Seite. Die braune. Schoko Brownies sind das. kannst du mir auch Schokobraunis geben? Nein. Päpierchen nimm. Jetzt hab ich keine bekommen. Ja, ich muss noch nehmen. Ich hab ja ein Mikrofon. Voll nett. Ich mag Schokobraunis. Also das ist Froschlp, ich hab dir jetzt Mods gegeben, ne? Oh. Der war wohl ganz wohl nett. Ganz wohl nett, ja, das ist deutsch. Ganz ernst. 2 Blöcke mit vorher da und ein Block. Was? Ich habe nicht gecheatet. Hm? Wo denn? Nirgends. Ich werde sehen. Ich sehe den Stream. Ich gucke mir das jetzt genau an. Okay. Aha. Du meinst, du hast die Mauer zurückgesetzt. Hm.
Ganz kein schlauer Peter. So. Was baut ihr denn da? Was das. Soll ich das Ganze nochmal erklären, was das hier ist? Wahrscheinlich, ja, oder? Okay, hier gehen wir von unserem coolen Weinkeller runter. Der ist da oben, hä? Da gehen wir runter. Und du siehst es ja mit der Zeit. Und da gehen wir dann weiter runter. Hier könnte ich einfach machen, dass man runterfällt. Das wäre auch witzig. Und da kommen wir dann in unser cooles Restaurant, wobei man von Esel den Platz zugewiesen bekommt. Und das wird das Restaurant. So der Plan. Der Mario, keine Ahnung. Du machst genau die Parkhalterung, die ich auch immer nutze. Ja, Rahmen nehmen, dann Amboss drauf machen und dahinter die Fackel platzieren. Das habe jetzt nicht ich gemacht, das haben andere Spieler dann gemacht. Achso. So, ich bauen wir noch weiter aus. Brownies. Die vom Server geschmissen. Wie hast du jetzt die Brownies bekommen hier in Deutschland? Ich kann ja auch sagen, das sind Schoketten Karamell Brownies. Sind echt lecker. Wieso nutzt du nicht World Edit beim Abbau der Steine? Keine Ahnung. Geht zwar auch ganz schnell. Ist die Lava. Der Brunnen ist Lava. Wieder? Ja. Hallo? Hi! Hi, ha. Doch nicht. Doch einen Livestream. Nee. Okay, dann bye. Ciao. Bis dann. War das gemein? Was? Was? Ich bin verwirrt. Voll und ganz. Ich hab gedacht, dass du doch am Film bist. Ja, wir waren gerade alle verwirrt, nachdem was du gesagt hast. Okay, passt und ciao. Ja, weil ich dachte wirklich, dass gerade kein einziger Stream ist und ich einfach nur hier chillt. Und auf einmal sehe ich YouTube, Peter, neues Video. Das ist schrecklich. Ich war ganz so angenervt. Sieht eigentlich geil aus. Das wird er bauen. Das kannst du nicht sehen. Nicht, ja. Genervt. Nee, ich war's. Der Esel. Aber wo bin ich da? Das weiß ich nicht. Ich mach nichts mit den Statuen. Ja. Die werden immer von irgendwelchen Spielern aufgebaut, die Statuen da. Ich möchte mich auch dahin haben. In 2 Tagen ist er nicht mehr da. Das wieder hängt jemand anderen dort dann. Oh. Das war eigentlich eine Art, oder? Ich krieg sogar bessere Sachen als Esel. Ich krieg ihn. Was? Ich enchante mir Sachen. Und Esel haben auch so eine kleine Schaden Sachen. Applaus. Er ist voll der Hacker. Ja. Peter schmeißt ihn von Server erschietet. What the fuck? Kann ich kurz. Wir werden einfach überall.
Du kannst einfach selber Skull eingeben. Geht das? Oder geht das nicht? Nee, das geht nicht, ne? I don't know. Ah ja, das geht nicht. Ah ja, das habe ich hier jetzt. Obwohl, nee, das muss gehen, das geht. Gib's Nee, dann kann ich meinen Kopf. Gib einfach Skull ein, dann bekommst du ihn. Aber dann kann ich nur einmal. Nee, kannst nicht. Nee, kannst nicht. Das ist, der ist ausgeschlossen, der Server hier. Hallo Peter, hallo Hi Hans. Gamertag, Selina, willkommen im Stream. Auch bemerkt. Hättest du mich nicht, hättest du den nie bemerkt. Doch, doch. Aber ich wollte gerade Kovic nicht unterbrechen jetzt. Ach, egal. Coverage. Nee, Coverage ist ja nicht. Oder? What is your name? Tears. Banana, oh nana. Okay, anscheinend dürfen wir hier das so bauen, sonst sieht es doof aus. Da kann man dann gut durchgehen. Drüben auch dasselbe. Ob du etwas verpasst hast, also wir haben vorher auf dem Server ein paar Runden The Lab gespielt, dann Bed Wars. Und dann haben wir hier den coolen Weinkeller hier weitergebaut. Das ist es. Die wollen mich löschen. Ne? Also. Spaß. Dann baut ihr einfach woanders auch wieder so Dinge hin. Hier haben wir einen Weinkeller mal gebaut. Da kann man nachfüllen natürlich. Mit Death Potion, wie habe ich hier? Springer Death Potion und Sticky Glue und weiß ich was alles im Inventar. Da sollte das wieder zugehen, aber irgendwie ist das alles abgebaut worden hier. Jetzt geht's wieder Ja, zu. Peter, Schrei nicht so, du halt so auf den Echtton hier im Zimmer. Ja. Und da kann man dann schön So. runtergehen. Und da sieht man dann unser cooles Restaurant, was dann sozusagen da unten reinkommen soll. Wieso schreist du Hilfe? Der nervt. Der baut also meine Blöcke ab. Ja. Mann, das ist Tja, setz dich durch. Wie? Fünf Nein, nicht zwei Esel. Was macht ihr hier? Buddy. Okay, und hier bauen wir dann natürlich wieder so einen kleinen Gang, weil hier oben geht es dann weiter und da vorne kommt dann eine Bühne oder sowas hin. So war geplant und da haben wir dann auch noch so ein Peter. Buffet oder sowas, weiß ich noch nicht genau. Peter, Soul of Water hat Esel gekillt. Was geekelt? Ja. Also ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, mir ist es relativ egal, wer da steht. Ich habe das bis jetzt nicht verstanden, wieso das in einem Restaurant die dort sind. Bubble Gum Peter, du Girl bist ein Go, Bubble Girl. hi. Wir sind am Server. Moment. Genau so kommt man hin. Mit Slash Server Ja, Streaming. Recording. Ich hasse meine Powerbank. Du hast eine Wer Powerbank. ist Bubblegum? Einer, der bubbelt und Gum sagt. Der bubbelt und gammelt. Dein Ernst? Der bubbelt und gammelt. Hast du irgendwo ein Echo bei dir eingebaut im Zimmer? So ist das irgendwie doof. Das muss ein Dreier werden. Also ein Dreier teilen. Wieder. So? Peter, nicht Irgendwer immer wollte Dreier. dich gerade Raucher nennen. Wieso? Der Esel ra Peter raucht doch immer. Ach, hab keine Stimme mehr. Tut mir leid. Einer Raucher. Oh. Sorry. Hab ich ganz vergessen. Danke fürs Erinnern. Enchantment Table. Ja, ich habe alles ein Peter, bisschen so umgebaut. klang ich heute auch. Nach So, Armin. aber ich muss jetzt sagen, Rauchen ist was ganz was Ungesundes. Das solltet ihr alle besser lassen. Also,
Was? Ja, klar kann man mitbauen. So, das heißt, wir haben mal hier fette Gänge überall. Da kommt dann ein fetter Partyraum rein. Disco, Foto, Ding, ja, also. Alle Ochsen singen. Was? Und der Marvin. Nein. Stimmt, Marvin. Was? Nicht. Da brummt jemand im Hintergrund. So, hier kommt eine Eckbank rein, hier auch. Moment, wir brauchen eine andere Farbe. Irgendwas, das heraussticht, vielleicht in dem. Mach mal Licht. Dunkel. Nein. Doch. Was hast du das auf dein Wort? Eine Fernseher. Und hier können wir. Wieder was an dich gerichtet, da ist wieder was an dich gerichtet. Ah, ob ich auf den Gang Game Server gehen möchte, ehrlich gesagt gerade nichts. Weil. Was? Weil wir sind gerade auf einem Server und ja, hier kommt auch bald Gang Game drauf, von dem ist es nicht so tragisch. Nein, bitte kein Gang Game. Gang Game ist Acke. Ja, wir machen noch mehr Spiele drauf. Es kommt Gang Game drauf, es kommt Infected drauf. Dann Bad Wars. Bad Wars, aber ich meine richtiges Bad Wars. Ist drauf. Bad Wars mit dem Troll-Kit für Bros. War, also das mit Join-Kit für Bros, ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Peter. Mhm. Ich hab gerade bei der einen Namen gelesen, da steht eigentlich Kardom oder wie der heißt. Wie das heißt. Da habe ich Kondom gelesen. Mhm. Also besser lesen muss ich auch früh. Ja, das ist. Kondom. Kardom heißt er. Wieso Kardom? Wer ist den Namen auf den Okay, das ist komisch. Ich brauchte irgendwas anderes. Aus Glas vielleicht? Vielleicht aus Glas? Glas. Vielleicht so? Junge! Jo. Ist das? Nee, das ist doof. Wenn du diesen Livestream siehst, hör damit auf. Och nein. Woher hat er eine Troll Potion? Peter! Er hat eine Troll Potion. Der da mitstreamt, ist der Raucher? Der hört sich dann wie so ein Raucher. Ja. Kann ich auch eine? Eine Troll Potion. Ich hab keine Troll Potion, die hab ich nie gemacht. Dann frag die bitte, ob Marschgift meine gibt. Das nervt. Er hat einfach eine wieder mal. Er hat sie auf Er hat sie auf jedem Server, wo er Krea hat. Das ist ein Moment. He fucked up. So, das ist eigentlich strange, was ich hier gerade baue. Sag mal so. Ich. Okay, sorry. Peter, soll ich euch was sagen? Irgendwie sieht das jetzt ziemlich doof aus, was ich hier gebaut habe. Was mit den Endstäben? Drop. Nein, drop mal. Game Talk. Nein! Peter! Was denn? Hilf mal, er hat so eine Potion, nimm sie ihm weg! Bis dann, Gamertex, Selina! Hallo. Hi, Xandom. Hi. Hi. Ich hab irgend so eine ekelhafte Potion. Nein. Einer hat den Stream offen laufen. Ja, Bubblegum macht das. Nee, Bubblegum auch nicht. Wer ist das? Ja, irgendwer. Okay. Ach, kein Ding. Solange du nett bist. Das musst du 10 Euro zahlen. What the fuck? Wie gibt's das? Hat jemand so einen Haufen Herzen plötzlich? Was? Herzen? Ja, gerade was gesehen hier. Bei Discord im Willkommenskanal hat jemand das reingestellt. Danke! Peter! Komm mal her! Nein! Ich hab ein kleines Spielzeug!
Bruder, ich hab kein Spielzeug! Mist! Wieso treffe ich die nie? Okay, ich muss unbedingt ein Anti-Hack-Plugin hier für deinen machen. Wieder, was machst du? Okay. So, jetzt muss ich mal schauen, wer das hier ist. Okay. Ja, ich weiß, wie man die kriegt. Von Mastercraft. Ja, aber es gibt auch so eine Internetseite. Da kann man es halt auch machen. Oder? Nein, ja. Minecraft Tools heißt die. Also, da kann man auch solche Potions machen. Aber wie? Braucht man dafür nur Game Mode? Ja. Ja, Game Mode, man kann sich ja dann im Singleplayer einfach cheaten, in diese Bücherregale legen und dann hier wiederholen. Kannst du mir hier helfen, wie man das macht? Hallo. Dann mach ich dir ein Goldschwert. Tschüss. Ich bin verwirrt. Okay. Ey, nein, ich bin auch vergiftet. Alles klar. Jetzt habe ich mir gedacht, kann ich gemütlich da ein bisschen bauen, aber. Potion Party! Boah. Nein! Boah, bei mir laggt so heftig. Bei mir auch. Bei mir geht's. 40 FPS. Bis jetzt hier ein Kopf. Ja, soll ich mal die Glitch Potion droppen? Ich hab die Glitch Potion nicht. So. It's made with love to kill by Nacho. Oh, sag mal. So und dort kann man das eigentlich, glaube ich, lassen. Ich bin irgendwie verarscht. Aber irgendwie. Oder vielleicht Quadstufen? Flexen. Oh nein. Peter Hefer! Ich bin hier mit einem amokläufenden Mathcraft. Möchtet ihr aufhören oder muss ich jetzt plötzlich anfangen, dass ich lokal die Leute banne? Bitte lasst mich, ich mach nichts. Marschkopf schießt hierbei rum und ich schieße nur auf Bubblegum. Okay. Ich mach gar nicht so Bubblegum, hat die Kacke hoch. Und das Ding ist, man kann sich halt auch Plünderungsschwerter zu tun. Kannst du meine haben? Die liegt auf Bücherregale. Das ist halt auch das Ding. Oh, hier kommen ja eh keine. Kannst du haben. Ich liegt auf dem Boden, Peter. Nein, Xandum gibt die Fehler. Okay. Ich hab die eh schon. So. Okay, ich soll vielleicht meine Milch. Meine Bohnen! Peter, wo ist die Potion? Hier. Ich bin nicht was wollte. Peter, ich bin ein braver Junge. Ich hab's gesehen. ich möchte auch eine Potion. Ist aber nicht okay. Hey, wieso machen wir seitlich oben auch was? Ja, aber du hast... Was, ja, aber... Und meine hat Peter. Nee, ich hab sie gelöscht. Dein Ernst? Sicher. Ja, ich hab die eh noch im Bücherregal, aber ich benutze die ja nie. Nur aber das ich andere Recht. Ja, deswegen gebe ich dir die nicht. Da war ich Mathcraft. Geht es? Ach, schade. Schade. Man kann kein /Kill-Command einsetzen als Spieler. Kann ich kurz /Kill rechnen, dann kill ich Roxandum. Aus Prinzip. Was denn? Ich wollte dich killen. Lass mich doch. Ja, aus Prinzip kill ich jetzt gleich dich. Okay. Bitte, Peter. Psst. Kann ich kurz Kill rechnen haben, dann kill ich kurz Roxandum. Nein. Geh doch einfach Game 0 und machen gescheites PvP. Ja, komm. Ich kann nicht. Okay. Guck mal, was ich gerade machen wollte. Ich bin Gamer 0. Hey, du musst auch natürlich Gamer 0 nehmen. Gehen, gell? Okay. Stirb! Peter! Aha. Bitte! Stand up!
Hey, wieso kann ich? Wieso kann ich? Ah, klar. Irgendwie hast du eine ziemlich schlille Stimme, so, wenn du so. So, ich wollte nur. Okay, ich gehe in den anderen Channel und baue ruhig wer. Ich bin ruhig. Nein! Ruhig. Ich komm mit. So. Oh, easy, easy win! So, es ist ein bisschen ruhiger mal. Sieht, glaube ich, so auch besser aus. Mal vorerst. What the fuck, das ist irgendwie interessant, was die gebaut. Mit Kopf. Aber hier wollte ich ja eigentlich einen Durchgang bauen. Mir gedacht, da kommt ein Raum hin und vorne dann eine Bühne. Also ich wollte weiter und ja. So, das mache ich jetzt mit Word, damit es ein bisschen mehr weitergeht. Und hey, danke Ken für dein Abo. Und jetzt wird gerade von ihm gefragt, wie es mir so geht. Und da fällt mir gerade auf, dass bei mir anscheinend kann ich dich im Chat nicht lesen. Lustigerweise. Aber mir geht's selber ganz gut, kann man sagen. Und ja, also ich sehe dich jetzt nur bei OBS, kann man sagen, hier im Stream, beim Video, komischerweise. Aber ja, mir geht's ganz gut. So, und jetzt machen wir hier mal ein bisschen was frei. Und ja. Von dir ist irgendwie die Nachricht gleich blockiert worden. Anscheinend nicht, okay. So, ich bin gerade hier ein bisschen am rumbauen und rumexperimentieren, wie das Ganze dann hier werden soll. So, ein bisschen größer kann man es noch machen. Und dann passt es eigentlich ganz gut. So. So, das Ganze machen wir jetzt im Betonstil, also so in der Art, kann man sagen. Und hier behalten wir natürlich den Stil hier ein bisschen weiter genauso bei. So. Eigentlich gefällt mir das so ganz gut. Ja, ich spiele gerade auf einem Server und zwar ist das der Server mc.billpros.tk, ist in der Beschreibung halt verlinkt oder genauso im Titel ist es auch verlinkt. Und ja, von dem her ist es ganz cool. So, ich muss jetzt ganz kurz mal schauen hier. Und zwar kann man ja hier. Shit. Ich verstehe noch immer nicht genau, wieso, dass ich dich nicht genau sehen kann. Im Chat selber, also im Livestream-Chat, aber ja, wird schon seine Gründe haben. So, also du kannst auch normal einfach mitspielen, indem du das einfach auf den Server hier joinst. Und jetzt nehmen wir uns das Ganze, was wir hier gebaut haben, und das kopieren wir uns einfach rüber.
So, dann machen wir natürlich so und dann machen wir Copy. So, da paste ich dann das Ganze und das sieht dann gleich ziemlich nice aus. So, da kann man dann hier gleich so durchgehen und dem ist es ganz nice. Ein mordsmassiver Durchgang, wenn ich so überlege. Aber hier haben wir dafür eins zu tief hingebaut, weil dann können wir das einfach so wegmachen. Dann passt es auch wieder. So, legendäres Krischer-Schwert hat natürlich jetzt gerade jemanden besiegt, wie man sehen kann. Und ja, ziemlich cool. Und hier müssen wir das vorne noch reinbauen, das habe ich jetzt einfach weggemacht. Eigentlich sieht so ganz cool aus, aber ein bisschen viereckig. Naja, dann bleibt das Ganze hier viereckig. So. So, jawohl. Und sieht schick aus, auf jeden Fall. Kann man, denke ich, so lassen. Und hier drüben dasselbe nochmal. Und da vorne gehört dann eine Bühne hin. Weil da muss man ja genauso gut dann. Da geht man zuerst hier rauf, kann man alles machen. Und ja, so ist halt derzeit der Plan. Okay. Das ist eigentlich interessant. So, Hey, was habe ich denn hier aufgegeben? Einen Diamond Sword. Ja, sieht ganz normal aus, von dem her denke ich mir jetzt nicht gleich viel. Was kommt denn hier rein? Ein Anti-AFK-System anscheinend. Und ja. Und hier muss man dann irgendwo noch rundum gehen können, das ist halt insgesamt der Plan dann des Gesamten. Und hier kommt dann gleich eine Bühne hin. Dann wird drei Blöcke zwischen frei zu der Seite hin. 1, 2, 3, passt. So. So in der Art. Und dann brauchen wir natürlich auch das richtige Lightning-System dann auch für unsere Bühne. Und da könnten wir dann auch gleich Instrumente hinstellen. Was machen wir denn hier als Set? So vielleicht. Ein bisschen Dealer ist zuerst mal am Anfang. Gefällt mir dann ganz gut. Da müssen wir irgendwie das Ganze noch machen, dass es herausgehoben wird. Genau, und hier das gleiche müssen wir natürlich auf der anderen Seite jetzt auch gleich reinbauen. Das könnte ich aber einfach machen, indem ich hier jetzt das kopiere. Machen wir es so, ich gehe zur Kante von hier, passt schon. Copy, rotate. 180 Grad gedreht. Und wir pasten das. Ja, fast. Ja, auch rein. Und oh, wir wollen das ja nicht so. So. Um eins tiefer. Eins, hier habe ich es versaut. Da gehört es natürlich um eins tiefer.
So. Das bauen wir kurz noch rein und dann schauen wir hin. Wird schon immer besser. Ja, da habe ich die Rüstungsstände, die fehlen wieder. Die habe ich mal unabsichtlich gelöscht hier. Der Fuck, was ist mit dem Schwert? Das ist ein bisschen schnell. Leckt das Hörer gerade? Irgendwie schon, ne? Aber irgendwie auch nicht. Komisch. Ja. So, passt mir eigentlich so. Gehen wir wieder in den Keller. Der ist hier ein bisschen zu bunt geworden. Ich wollte das eigentlich alles in einer Farbe machen. Na, schau, ich lasse jetzt das Ganze mal so. Vorerst. Und ja. Dann kopiere ich nachher kurz noch das Ganze eins rüber und dann sieht das Ganze ziemlich geil aus. So. Was hat sie da geschrieben? Was kann ich hier reinbauen? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Eine Bar. Genau. Weil er ach, was soll ich gleich dringend kommen? Aha. So, die Hacked Items da, ja, das sind, finde ich jetzt nicht so tragisch, von dem her. Nur sobald jemand jetzt irgendwas zerstören möchte oder sowas, setze ich ihn halt zurück, wenn es wäre. So, Lightning-System, wie machen wir das jetzt, dass es auch das Ganze beleuchtet? Machen wir es vorerst mal so mit einer Fackel. Und hier kommt. Nee, nee, nee. So eine Tatstange machen wir nicht hin. Da brauchen wir irgendwas Originelleres wie einen Flügel oder sowas. Also. Wegen was wird sie gekickt? Wie kann man eigentlich ein Klavier bauen hier? Ich schaue jetzt kurz nach, wieso das hier gekickt wird hier. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall den richtigen Stein. Ohne Monster-Eggs. Die brauchen wir nicht. Und irgendwie einen Sessel.
Wie kann man einen Sessel gut bauen? Hm. Warte mal. Das ist auf jeden Fall ein Klavier. Also von dem her braucht man vielleicht ein bisschen eine Fantasie, aber naja. Ups. Meine Druckplatte als Sessel, dann wird es schon passen. Geht nicht rauf. Und jetzt schon mir gibt's. Move too quickly. Achso, das sind aber Sachen, da kann ich jetzt nichts machen. Naja, das kann ich. Das ist ein bisschen blöd hier. Naja, muss man ein bisschen Fantasie haben. Dann ist das hier der Mikrofonständer. Bla bla bla. Ah, das passt schon. So. Und hier kommt die Lichtorgel rauf. Hm. Jo, die 400 Abos habe ich vor ein paar Tagen geknackt. Coole Sache, ja, finde ich auch. So, das so irgendwie. Oder so. Und jetzt brauchen wir eine Skull hierfür, die da passen würde. Was passt denn hier? Ich kann jetzt nicht einfach überall so Lichter reinmachen, das sieht ja doch dämlich aus. Jep, wie ich mir dachte, das sieht eigentlich doof aus. Ziemlich elektrifizierend. Ups, das sieht doof aus. Und das gehört eins weiter rüber. Damit man das alles gut sieht. So ist das. Hi Sandra Hackmann, willkommen im Stream auf jeden Fall. Und Swordbreaker will anscheinend Moderator haben. Aber er ist ja schon Mod. Puh, wie kommt denn, woher kommt denn das hier? Aha. So. Perfekt. Hier was, hier was, hier was. Oh, und einfach alles ein bisschen verbinden, nicht? Nicht so tragisch. Aber das Ganze wird man nicht abdrehen können bei uns. Also von dem her, naja. So. Das Ganze hier gehört alles eins weiter nach hinten. Und das gehört alles eins weiter nach vorne. So, die so abbauen können. So. Jawohl. Sieht doch ganz schick aus, wenn ihr mich fragt. Und jetzt gehören dann überall hier noch die richtige Einrichtung hin. Dann irgendwo was zum Rumzugehen vorne noch. Da kommt der Abgang zum Runtergehen hin. Auf der anderen Seite auch noch. Dann gibt es auf der einen Seite die Küche und auf der anderen Seite die Toilette. Und dann passt das. Ja.
So, das machen wir einfach weiter. Das passt so auch natürlich. So. Perfekt. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut und da kommen noch ein paar solche Lichtfelder hinein dann. Die kann man dann einschalten und ausschalten. Ah, Soul of Water hat einen interessanten Kopf auf. Das kennen wir eigentlich. So, ich freue mich schon drauf, wenn er es sieht. Not really sexy. Ja. So. Und das Ganze von hier vorne kopieren wir hier kurz dann rüber auf die andere Seite und ja. Okay, ich glaube, da muss ich wirklich was dagegen machen, weil, ja. So, das hier so passt. Copy. Ernsthaft, copy. Und hier vorne, dann fügen wir das Ganze gleich wieder ein. So, ups, nee, das passt hier nicht so. Das muss ich eigentlich nur mehr raten. Ups. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Hier ungefähr. Nee. Hier ungefähr. Aha. Stimmt, oder? Nee, stimmt nicht. Um einen zu viel. Hier. Ja, so stimmt's. Und das Ganze einfach rundum und wir haben's. Perfekt. So. Und ja. So passt es eigentlich schon ganz schick. Jawohl. So. Passt. So, die Wand noch raus hier. Hier vorne das auch noch weg. Und Jackboom haben wir unsere coole Wand und den Durchgang natürlich genauso. Sehr gut. So. Muss eigentlich jetzt Bubbles. Ah, die macht hier eine kleine Bar. Cool. Aber irgendwie muss man da ein bisschen besser hochgehen kommen. Und dann passt es.
So, ich würde mal sagen, mit dem, was wir da heute weitergebracht haben, beschließe ich den Stream. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao.